Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 31. Mai 2022. Ja, heute Nachmittag beginnend hier in Playa de Ingles. Und zwar, wir sind hier direkt vor dem Hotel. Ja, und wie heißt es? Der Name, der wurde entfernt da oben. Die Buchstaben, das war Occidental Margaritas. Und man sieht jetzt hier auch an der Haustür nur noch Margaritas. Ja, in ein paar Tagen sollte es eigentlich hier fertig sein. Und wir schauen mal über die Straße, ob wir irgendwas sehen. Also ist noch Baustelle, stehen noch Baustellen, Fahrzeuge hier drin und Container. Und dann auch noch hier eingepackte Paletten. Also es sieht noch nicht so aus, als ob hier in den nächsten Tagen die Wiedereröffnung wäre. Barcelo steht dran, Margaritas. Die Gartenanlagen von der Rückseite habe ich die schon mal gesehen. Da hat sich viel getan. Und hier gehen auch die Handwerker ein und aus. Ich nehme an, wir werden das vorher dann schon auch in den Medien erfahren. Die Wiedereröffnung. So, und weiter geht's. So, mit dem Wind haben wir es heute überall in Maspalomas, auch in Playa de Ingles. Es gibt im Moment keine windstillen Ecken. Jetzt versuchen wir im Schutze der Häuser hier. San Nicolas sind wir gerade, Casablanca, Los Tulipanes hier. Noch Anlagen, da ist noch ein bisschen grün vor der Tür. Hier Las Orchideas, liegt auch sehr gut, haben schöne große Balkone hier. Los Caribes hier. So, und hier machen wir mal Halt, hier schauen wir mal aufs Wasser. Von hier aus kann man auch zu Fuß nach San Agustin gehen bzw. bis nach Meloneras. Ja, und die Farben wieder, das ist Natur, das ist jetzt nicht irgendwie gemanagt, sondern verändert. Ja, hier haben wir Algen, ich habe da schon von gehört heute. Ein Algenteppich hier in dieser ersten Bucht. Ihr seht auch, da ist eine andere Farbe im Wasser. Da ist also viel Wasser aufgewirbelt. Ganz anders hier in der zweiten, dritten und in der vierten Bucht hier in San Agustin. Da sieht man gar nichts. Ja, und heute kann man richtig weit sehen.
So, hier ist die Treppe sichtbar. Und hier kann man also unmittelbar zu dieser Bucht, zu diesen zwei Buchten hier gelangen. So, schaut euch das hier an. Ich habe schon wieder Besuch hier, höre ich gerade. Ja, das sind wieder Farben hier. Und hier die Wolken hier oben, der direkte Kontrast. Die ziehen auch heute in die andere Richtung, die kommen vom Meer und ziehen so rüber. Das hat man heute Morgen schon gesehen und das bedeutet normalerweise schlecht Wetter. Auch wenn ihr mal hier jetzt seht, wie schnell sowas hier funktioniert. Und hier unten sehe ich auch den Sand fliegen. Da unten ist mehr Wind wie hier oben. Ja, ich finde, es ist schöner hier spazieren zu gehen wie eine Querstraße weiter. Hier den ganzen Strandabschnitt sehe ich nur zwei Menschen im Wasser. Der 5. Juni, da ist wieder ein Swim Run angekündigt. Ich habe schon mal kurz berichtet und zwar Sprint 10 Kilometer, Supersprint 7 Kilometer und zwar Playa de San Agustin nach Playa de Maspalomas, Swim Run Series.es. Das ist bestimmt interessant. 5. Juni muss ich mir jetzt auch mal merken. Die andere Seite hier, Gran Canaria Maspalomas Marathon, schon angekündigt für den 20. November. Ja, das ist die Realität. So sieht es heute hier aus. Am Strand nicht viel los, hier auf der Promenade auch nicht viel. Es ist der Tag nach dem langen Wochenende. So, und hier der Zugang direkt. Zum Strand, so sieht es hier aus und das ist auch ein wunderschönes Bild hier. Ja, das ist der Punkt, die Punta de Maspalomas, da stehe ich früh und schaue in die Richtung. Und jetzt genau umgekehrt. So, jetzt mal mit dem Blick hier unten lang. Ja, es gibt kaum eine Stelle, wo man so einen schönen Blick hier hat.
wie von hier aus. So, und für mich geht es jetzt in die andere Richtung. Ja, man mag gar nicht woanders hinschauen wie hier aufs Meer. So, hier auch wieder Reklametafel, Mulligans. So, und hiermit möchte ich dann meinen kleinen Rundgang hier beenden. Und sage dann ja bis morgen zum aktuellen Wetter, beziehungsweise wenn sich zwischendrin irgendwas ergibt. Ich glaube, ich habe noch einen Teil vom Aufstieg zum Roque Nublo, der kommt dann noch zum Schluss in 360 Grad morgen früh. Ich sage hasta luego.